Schönen guten Morgen. Ein neuer Tag hat gerade begonnen hier auf Burg Wiesenfels. Und wir machen uns auch sofort mal ein bisschen an die Arbeit, bevor es schon wieder zu spät wird. Und verlassen die Burg durch den Hinterausgang. Aber bevor wir das tun, müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten, denn wir haben ja heute vor, die Burg mal ein wenig zu bewirtschaften. Dazu braucht man natürlich so einiges an Werkzeugen, das man mitnehmen sollte. Zum Beispiel fehlt mir hier gerade, sehe ich, eine Schaufel. Ja, eine Axt sollten wir vielleicht auch noch einstecken. So. Genau. Und was mir noch gerade einfällt, ist Folgendes. Ich weiß noch nicht, ob wir sie gebrauchen können, aber der gute Jägersmann sollte doch auch immer eine Angel bei sich haben. Pfeil und Bogen haben wir auch dabei, ein paar Fackeln, aber könnten wir ruhig noch ein paar mehr mitnehmen, wer weiß, wo es uns so hintreibt, wo wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht in irgendwelche Höhlen gehen werden, denn dort gibt es nicht jetzt viel zu jagen und sonstiges. Also wenn ich sage Bewirtschaften der Burg, dann meine ich natürlich Feldarbeit, Ernte und auch Jagd. So, ich denke, das haben wir jetzt hier, ja. Dann machen wir uns mal jetzt schnell davon, bevor es zu spät wird. Dazu muss ich dann hier erstmal in den Keller eigentlich rennen. Ich habe hier so eine Art, ja, Dienstboteneingang oder halt Eingang zu dem landwirtschaftlichen Bereich. Vorsichtig natürlich, ich spiele nicht auf Peaceful. Es könnten hier immer noch so Creeper rumeiern. Da kommt er auch schon. Na super. Komm her, mein Freund. Na wunderbar, der hat wenigstens gedroppt. Das passt jetzt natürlich auch schon so ein bisschen ins Thema. Das können wir nämlich auch mit aufsammeln. So, jetzt renne ich aber einfach mal durch. Das ist sowieso das, was ich am liebsten mache. Nicht lange gucken, sondern einfach mal ein Stück weit rennen. Sich dann umdrehen und gucken, ob man verfolgt wird. Das ist eigentlich eine ganz gute Strategie, um hier solche so Spontanunfälle zu vermeiden. Ja, langsam mal ein bisschen umsehen. Ich sehe eigentlich jetzt keinerlei Bewegungen, die verdächtig wären. Also, können wir hier in aller Ruhe mit der Arbeit beginnen. Ich bin heute noch ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Beim letzten Mal haben wir ja gesehen, hier ist das Wolfsgrab, das spätere. Hier haben wir gesehen, dass die Felder schlecht bestellt sind. Natürlich, wenn wir das jetzt einfach mal in Angriff nehmen, dann nehmen wir uns hier so eine so ein Rechen oder eine Sense, wie auch immer. Mit dem Rechtsklick bearbeiten wir dann den Boden erstmal. Machen den erstmal so erntefähig. Ist ja ein bisschen zu trocken. Ich habe diesen Wasserlauf hier nicht so perfekt und optimal angelegt. Das können wir hier schon mal abbauen. Da hauen wir dann links rum. Jetzt haben wir auch hier schon so einen kleinen So ein Saatgut geerntet. Das können wir hier direkt mit Rechtsklick wieder einpflanzen auf dieses frisch bearbeitete Feld. Aber jetzt fehlt es natürlich noch ganz viel Saatgut für die restlichen Felder. Dafür rennen wir mal einfach auf eine Wiese. Wir haben ja genug davon. Nehmen uns wieder diesen Rechen. Guck mal, und dann machen wir hier den ganzen Rasen einfach mal weg. Und mit etwas Glück, da war wieder was. Ach, da sind mehrere. Mit etwas Glück finden wir dann hier im Rasen Saatgut. Das hüpft dann da immer raus. Da ist wieder was. Zack. Haben wir's. Hier nicht denken, ach, ist das hässlich. Das wächst wieder zu mit der Zeit. Ne? Das ist also kein Problem jetzt. Ja. Na, das funktioniert ja hier. Haben wir 11 Stück. Ja, gut, das reicht ja jetzt erstmal für den Anfang. Wollte jetzt nicht das ganze Feld da hinten bestellen, damit wir auch noch ein paar andere Sachen machen. Denn, so ein Tag dauert ja schließlich nicht ewig. Ich pflanze das einfach mal hier so alles ein. Und dann werden wir im Laufe der Zeit sehen, wie das so allmählich in die Höhe wächst, bis wir das dann abernten können. So, das war's auch schon. Das hat genau gepasst. Wenn das Getreide erntebereit ist, dann nimmt man das halt mit und daraus kann man natürlich Brot herstellen
und Kekse und Kuchen backen. So, das können wir auch direkt mal abernten hier. Das ist das Bambus oder Zuckerrohr vielmehr. Das habe ich hier extra so angelegt, damit man das immer... Damit das immer schön wächst. Das wächst immer unheimlich schnell. Das ist das Gute daran. Da muss man nicht lange da warten. Das ist wahrscheinlich nachher schon wieder groß. Nehmen wir das einfach mal eben kurz mit. Und pflanzen auch immer direkt wieder ein so ein Ding ein. Ich geh mal an Land. Das ist hier sonst so langsam. So. Daraus machen wir dann zum Beispiel Papier. Wir können auch Zucker herstellen. Papier brauchen wir, um Bücher herzustellen. Hier die Kakteen. Nehmen wir auch mal mit. Kann mich im Moment zwar nicht richtig gebrauchen. Vor allem Kakteen sind halt gefährlich, ne? Das, wenn man da so reinrennt, dann, dann verletzt man sich. Und daraus kann man halt auch Monsterfallen zum Beispiel bauen. Mache ich inzwischen nicht mehr. Ich mache immer so andere Sachen mit Monsterfallen. Aber ist auf jeden Fall auch mal lustig, da so ein bisschen mit Kakteen rumzuspielen. Und natürlich kann man daraus auch grünen Farbstoff herstellen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Hier nochmal eben ein bisschen zeigen, wie man ja Holz erntet. Holz ist ja wirklich ein unglaublich wichtiges Material. Ja, das ist das Grundmaterial und man braucht es eigentlich immer. Und man sollte auch immer Massen von Holz da dabei haben. Und sei es denn, man braucht es nur als Dekoration oder so. So, jetzt habe ich den Stamm einfach weggehauen. Und jetzt verschwinden auch die Blätter automatisch hier. Und werfen auch ab und zu mal so kleine Setzlinge ab, die ich natürlich jetzt sofort wieder aufsammle. Ich mache das auch noch hier bei dem Baum, so. Das Holz nehme ich immer mit, der kommt auch noch weg, weil das ist hier eigentlich wirklich meine Baumschule. Hier pflanze ich immer die, jetzt habe ich ein paar eingesammelt, die lege ich mir in den Slot hier unten. Da kommt wieder einer. So, die kann man jetzt direkt wieder hier einpflanzen. Auf diese Weise kann man immer Bäume fällen. Und dann direkt wieder aufforsten. Die sind nach einigen Tagen, nach einigen Spieltagen, sind die wieder groß und können wieder gefällt werden. Also es ist eine unendliche Quelle an Rohstoff. So. Sehr schön, da unten einfach direkt wieder einen hin. Ja. Das ist schon nicht schlecht. Ja, schade, wir können noch kein Getreide mitnehmen. Aber vielleicht können wir auf jeden Fall schon mal das Holz zurück in die Burg bringen. Es wird ja jetzt wieder dunkel. Dann laufe ich jetzt erstmal wieder zurück. Und dann gehen wir halt am nächsten Tag mal ein bisschen mehr jagen. Jetzt haben wir so ein bisschen mehr ums Getreide gekümmert. Das muss ja eh noch wachsen, so ein bisschen. Hier muss ich auch mal noch eine Treppe hinbauen. So. Das ist eben das Schöne in Minecraft. Wenn man hier so ein bisschen... Ja, man hat eigentlich jeden Tag was anderes zu tun, wenn man hier mal schon mal so eine Burg betreibt. Es wird nicht so langweilig und man kann immer selber entscheiden, was man, worauf man gerade so Bock hat. Zum Beispiel habe ich ja jetzt einfach gesagt, heute gehe ich mal auf die Felder und kümmere mich mal so ein bisschen mal da um die Landwirtschaft. Und schwuppdiwupp ist schon so ein Tag um. In der Nacht kann ich jetzt, natürlich seitdem Betten erfunden sind, ich könnte das jetzt abkürzen, indem ich jetzt einfach mal schlafen gehe, aber ich kann natürlich mir die Zeit jetzt auch mal so totschlagen, indem ich jetzt mal die Sachen, die ich geerntet habe, so ein bisschen sortiere. Da kann ich das jetzt gucken, dass ich vielleicht Kaktusse meine in so eine Kiste räume, aber das mache ich jetzt gar nicht. Ich könnte vielleicht mal hier so direkt zeigen, wenn ich den Kaktus nehme, den könnte ich jetzt hier mal so ein bisschen... Ach stimmt, das ist richtig, genau, Kaktus, das ist gut, dass mir das gerade so passiert. Um Farbstoff aus dem Kaktus gewinnen zu können, muss der Kaktus, weiß der Teufel warum, aber der muss gebrannt werden. Der kommt dafür in den Ofen. Ja. So, und jetzt sieht man das hier schön, ich habe unten natürlich schon Kohle eingefüllt, in meinen Öfen ist eigentlich immer irgendwie schon ein bisschen Kohle drin. Da achte ich immer so ein bisschen drauf. So. Ja, jetzt haben wir hier Kaktusgrün. Das ist Farbstoff, das kann man dann wieder verwenden, um Wolle zu färben. Ja, da braucht man auch gar nicht drauf warten. Man kann das sich jetzt schon mal nehmen hier. Und dann kann das der Rest, der kann da so weiter schmoren.
Und das kann man jetzt hier so, was weiß ich, das braucht man jetzt im Moment nicht. Ne? Aber man könnte jetzt zum Beispiel hier auch das Zuckerrohr, das macht hier Zucker. Nehmen wir mal ein bisschen Zucker mit. Ne? Den Rest können wir jetzt hier mal noch so lassen. Was war denn noch? Wie war das denn noch? Papier, ne? Papier kann man so machen. Ja, da hat man hier so drei Blätter Papier. Ja, will ich jetzt nicht zu weit vorführen. Das sollte man auch immer ein bisschen selber ausprobieren. Das ist ja gerade das Schöne dabei. Und was haben wir denn noch geerntet? Das war das Holz zum Beispiel. Ist der Kaktus ja eigentlich fertig? Ja, ist jetzt fertig. So schnell geht das. Holz können wir jetzt hier diese Holzstämme schon mal wieder verarbeiten. Muss man nicht bei allen machen. Man kann ja auch diese rohen Holzstämme gebrauchen, um zur Dekoration zum Beispiel. Ne? Wobei die sind halt nicht sehr stabil. Also wenn man daraus ein Haus bauen will, das ist aus rohen Holzstämmen, das ist einfach nicht so sehr stabil. So, jetzt habe ich hier schon allerhand Holz verarbeitet. Das kann ich jetzt dann wieder so einsortieren gehen in meine Kisten hier. Und so mir halt so die Nacht so mal um die Ohren hauen. Da habe ich auch schon so ein bisschen Getreide gesammelt. Ja gut, diese Sachen brauche ich jetzt gar nicht so. Gut, kann ich mir angucken, der Zucker, das kann. Eigentlich habe ich eine Kiste für so Nahrungsmittel. Das ist auch nur ein bisschen unbequem, weil man da immer dann erst hinrennen muss. Das habe ich hier alles sowieso noch nicht so richtig. Hier sieht man, das hier kommt eigentlich, das ist meine Kornkammer praktisch. Da kann ich so alles Mögliche an Pflanzen und Essen so einsortieren. Ich habe auch schon Eier gefunden, sehe ich gerade. Hier kann noch ein bisschen Zucker hin. Wassereimer sind da. Ja, das kann ich hier oben hinlegen. Das Kaktusgrün nehme ich mal woanders hin mit. Das habe ich in meiner Kemenate, habe ich im Keller unten so eine Farbfabrik praktisch, wo ich dann rumfärbe und rumsaue. So. Hier so Schießpulver. Von dem Creeper am Anfang. Ja gut, dann können wir jetzt mal gucken, dass wir vielleicht direkt mal ein bisschen auf Jagd gehen. Das haben wir gemacht, das haben wir auch gemacht. Wie spät ist denn? Na, ist gerade erst Mitternacht. Dann legen wir uns mal den Rest der Nacht jetzt einfach mal hin. Ach, hier kann ich ja noch meine wertvollen Sachen mal ein bisschen. Das brauche ich auch nicht mitnehmen hier. Und die Stöcke, das ist ja zu wertvoll, wenn ich das verliere. Alles klar, dann ich das auch hier mal. Hier sieht man schon, da habe ich schon so einige Wolle hergestellt in verschiedenen Farben. Das mache ich allerdings nicht, um diese Farben zu haben, sondern das erzähle ich dann später auch nochmal was. Ich mache mit der Wolle ganz andere Experimente in meinem eigenen Texture-Pack, was ich im Moment hier gar nicht installiert habe. Ich spiele hier noch mit dem normalen. Damit das jetzt hier auch für Einsteiger nachzuvollziehen ist, so wie das alles aussieht. Ich lege mich jetzt erstmal hin. Das geht ja zum Glück immer recht schnell.